Wir wollen ja so ein bisschen ins Gespräch kommen über den Regisseur Thomas H. Lahn. Chris, mich würde zunächst erstmal interessieren bei dir, wie es gekommen ist, dass du dich für diese Figur interessierst und ja, dass du auch zu dieser Figur gearbeitet hast, Thomas H. Lahn. Das ist ein Zufall. Mir hat Martin Büsser den Roman Heldenfriedhof empfohlen, als der Roman rauskam. Der ist bei Eichborn 2006 erschienen und Martin hat ihn, glaube ich, für die Junge Welt, peinlich das dazu zu sagen, aber Martin hat ihn für die Junge Welt rezensiert und das Buch ist kaum wahrgenommen worden und ich habe das dann halt einfach ohne zu wissen, was das ist, weil ich allen Empfehlungen, die Martin mir gab, irgendwie vertrauen konnte, egal ob es Musik, Filme oder eben Literatur war, blind gekauft und war halt sofort umgehauen von der Ästhetik, die das hat. Es hat auch so eine gewisse Überwältigungsästhetik, zu der wir vielleicht auch bei Wundkanal nochmal kommen. Und ich habe dann aber das einfach, soweit halt literaturwissenschaftlich betrachtet, in meiner Magisterarbeit nur zu Heldenfriedhof gearbeitet und habe daraus ein Dissertationsthema gestrickt, das nicht abgeschlossen ist, das literarische Werk von Thomas Harlan betrachtet und vor allem das literarische Spätwerk, also das sind Romane, die ab den 2000ern entstanden sind und sehr wenig wahrgenommen wurden. Jetzt sind ja viele Arbeiten von Thomas H. Lahn geprägt von einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, mit dem Nationalsozialismus. Und das hat ja sicher auch biografische Hintergründe, weil der Vater von Thomas H. Lahn auch kein Unbekannter gewesen ist, Veit H. Lahn, der ja sozusagen im Nationalsozialismus durchaus eine Rolle gespielt hat. Was kann man denn zu diesem Vater von Hallan erstmal sagen, um ja so einen Hintergrund vielleicht zu haben, vor dem Thomas Hallan dann gewirkt hat? Genau, so sehr man sich als Kulturwissenschaftler, aber auch als Literaturwissenschaftler immer dagegen sträubt, biografische Erklärungen irgendwie zu finden, lässt sich das Werk von Thomas Hallan fast gar nicht erklären, ohne eben den Vater einzuführen. Und ich kenne das auch so, meistens sagt man den Namen Thomas Harlan, niemand weiß, worum es geht, und so sagt man, ist es der Sohn von Veit Harlan? Und wenn es dann nicht klingelt, ist es so der Nachsatz, dass es der Regisseur von Jud Süß, dem antisemitischen Propagandafilm des Dritten Reiches, der eben Thomas Harlan hat den Film als ein Mordwerkzeug betrachtet. Den Film mussten die Wachleute in Auschwitz sehen und es ist bezeugt, dass die Grausamkeit, wenn sie sich noch steigern lässt in Auschwitz, aber dass sie nach den Filmvorführungen nochmal eben gesteigert war und dass der Film aber auch gleichzeitig so perfide gestaltet ist, dass er selbst bei denjenigen, die eben nicht irgendwie leichter anfällig sind für Antisemitismus, doch noch so einen Reflex erzeugt, also wie die antisemitische Figur, den Werner Krauss spielt, die verschiedenen jüdischen Figuren im Film, wie die gezeichnet werden, dass das erst bei Leuten, die dafür nicht so anfällig sind, diesen Reflex erzeugt, ja, dann muss ja irgendwas dran sein an diesen, dass die Juden so seien. Das ist die Wirkung dieses Films ist in keiner Stelle zu unterschätzen. Er darf in Deutschland aus genau diesen Gründen eben nicht ohne den notwendigen Rahmen nur zu Bildungszwecken gezeigt werden und ist sonst verboten. Und genau weil du es gerade gesagt hast, Thomas Harlan eben mit der Abarbeitung an seinem Vater eben zu erklären. Ich habe da ein ganz witziges Fundstück von heute noch mal gefunden, eine Rezension. Der Roman Rosa von Thomas Harlan ist 2000 erschienen und den hat Frank Noack in der Welt verrissen, muss man sagen. Und zwar genau mit einem Vorwurf, dass sich darin das sichtbar wird, wie sehr Thomas Harlan etwas verdrängt. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also hier heißt es, Thomas Harlan liefert ein Musterbeispiel für die Wiederkehr des Verdrängten. Das Witzige daran ist, oder gewissermaßen witzige, Frank Noack hat ein Jahr später die Biografie über Veit Harlan publiziert, die wiederum Veit Harlan so ein bisschen, ja, rein ästhetisch betrachtet und ohne den nötigen Kontext. Frank Noack hat definitiv sich ein bisschen zu sehr dann auch mit Veit Harlan identifiziert offensichtlich und ja, schmälert den antisemitischen Gehalt. Thomas Harlan hat sich wirklich radikal mit seinem Vater gebrochen und sich an ihm abgearbeitet auf eine Weise, die jetzt nicht nur psychoanalytisch interessant ist, sondern in dem, was dabei rauskommt, eben auch für die künstlerische Verarbeitung, aber auch für die ganze Geschichte der Bundesrepublik oder eben der alten Bundesrepublik, genau, Auseinandersetzung mit den Vätern oder eben mit der Vätergeneration.
Und zu der Geschichte dieser Bundesrepublik gehört ja auch, dass eben die Filme oder dass Veit Harlan ja weiterhin ein geachteter Mann geblieben ist, auch in der Nachkriegs-BRD eher so Schnulzenfilme gezeigt. Vielleicht war es ein Statement von Thomas Harlan dann, dass er auch nach Frankreich gegangen ist, um zu studieren. Also erstmal in so einer Art Austauschsemester, dann ist er aber in Frankreich geblieben. Was kann man denn sagen zu den Aktivitäten von Thomas Harlan genau in dieser Nachkriegszeit? Ja, ich glaube, man muss noch mal kurz vorher ansetzen und ich sage doch noch mal ein paar biografische Eckdaten. Veit Harlan war ja wirklich sowas wie der Nazi-Hofregisseur und eng befreundet mit Goebbels. Und Goebbels wiederum hat so eine dadurch für Thomas Harlan als noch nicht ganz Jugendlichen, aber halt bald nicht Elfjährigen, Thomas Harlan ist 1929 geboren, so eine Funktion wie so ein Onkel. Und insofern sagt Thomas Harlan von sich selbst, er ist wirklich wohlbehütet in diesem, in so einem, ja, im Dritten Reich aufgewachsen und hat dann, das ist eben das mit Frankreich, das Erstaunliche, eine Biografie, wo dieser Bruch stattfindet, wo offensichtlich wirklich früh bei jemandem ein Erkenntnisprozess einsetzt, den sonst große Teile der Bundesrepublik verweigert haben und geht eben, ich glaube, 1948 nach Frankreich, lebt dort, das ist so, keine Ahnung, wie groß das zu bewerten ist, aber lebt dort in der WG mit Gilles Deleuze und Pierre Boulez und ja, macht auch andere Bekanntschaften, die er in diesem Umfeld eben des späteren Poststrukturalismus oder so anzusiedeln sind. Und hat eben, sagt von sich auch, dass er nicht mehr Deutsch gesprochen habe, diese Sprache so in die Ecke geschoben habe und dann auch einen Text auf Französisch erstmal geschrieben hat. Und dann, genau, das also ist ein weiterer radikaler Bruch, der für viele ja undenkbar gewesen wäre, sich so sehr von der Herkunft zu verabschieden, aber eben auch aus der Erkenntnis heraus, was diese Herkunft bedeutet. Zu diesem radikalen Bruch und zu dieser Auseinandersetzung und Abrechnung gehört auch, dass Thomas Harlan tatsächlich Recherchen macht zu deutschen Kriegsverbrechen in Polen. Er lebt ja ab 1916 dann auch in Polen und forscht da zu verschiedenen Vernichtungslagern und versucht Dokumente zusammenzutragen. Was kann man denn über diese Schaffensperiode, über diesen Aktivismus von Harlan sagen? Genau, das ist 1959 ein, glaube ich. Ich schiebe jetzt noch mal eine kurze Anmerkung ein zu diesen ganzen Daten. Vieles an, oder das meiste an biografischen Eckdaten zu Harlan stammt immer aus seiner eigenen Darstellung, aus der unglaublich guten Biografie von Jean-Pierre Stephan und aus dem biografischen Film Wandersplitter. Und vor allem in der Biografie von Jean-Pierre Stephan ist das auch mit dem nötigen Hintergrundwissen über die anderen Personen der Zeitgeschichte gefüllt. Und auch hier muss man vielleicht wieder früher ansetzen, zwischen Frankreich und Polen liegt jetzt nicht geografisch, aber von der Zeitachse bei Harlan Israel. Er ist zusammen mit Klaus Kinski nach Israel, um Anfang der 50er, um einen Film dort zu drehen. Die waren in einem Kibbutz, dessen Namen ich gerade nicht weiß, aber in dem viele Überlebende des Warschauer Ghettos waren. Und er hat darüber auch Informationen über den Aufstand im Warschauer Ghetto bekommen, der historisch noch nicht groß erfasst war, schon gar nicht eben Anfang der 50er. Und er hat darüber ein Theaterstück geschrieben, Ich selbst und kein Engel. Das ist als Theaterstück selbst vielleicht nicht das Beste, aber es ist auch wieder erstaunlich, wie früh das eben in der jetzt wiederum Nachkriegsliteratur zur Shoah eben stattfindet, weil das ist 1958, 59, das ist vor Peter Weiß die Ermittlungen, all den Sachen, die vor Rolf Hochhuth, der Stellvertreter. Und er hat bei der 50. Aufführung zu dem Theaterstück öffentlich eine Ankündigung gemacht, wo er sagt, man müsse hier in Deutschland Leute vor Gericht stellen, die dafür nie zur Verantwortung gezogen wurden. Er nennt Namen und das sind aber Namen von hochrangigen Parteifunktionären, von Leuten in Firmen, die dann eben halt mit Verleumdungsklagen drohen. Und um sozusagen Belege für das, was er da vorwirft, zu finden, geht er nach Polen und recherchiert dort in Archiven. Hat angeblich eben über Kontakte zur Kommunistischen Partei sehr guten Zugang in Polen zu den Archiven. Er ist eng befreundet. Es gibt auch eine Affäre, sehr wahrscheinlich mit Christina Cibulska, eine Auschwitz-Überlebenden, die hat
einen der ersten überlebenden Berichte geschrieben über Auschwitz, der im polnischen Original übersetzt heißen würde, ich habe Auschwitz überlebt. Die deutsche Buchfassung glättet das so ein bisschen poetisch, wo vorher Birken waren. Und er recherchiert dann in Polen eben zu den Massenmorden der Nazis und liefert dieses Material eben auch an die neu gegründete zentrale Stelle zur Aufklärung der NS-Verbrechen in Ludwigsburg, die zu Teilen auch angeblich mit diesem Material arbeitet. Das ist eben sehr heikel in der Biografie von Harlan, weil das nur eben erstmal von ihm jetzt vermittelt ist, wie viel von dem Material brauchbar ist, wie viel davon tatsächlich auch geschickt wurde, ist sehr undurchsichtig. Ich habe in Ludwigsburg mal Teile der Korrespondenz gelesen und er kündigt immer wieder an, dass er Sachen schickt und Kopien schickt, aber sie ist dann jetzt eben nicht direkt belegt, dass sie geschickt wurden. Und wenn sie geschickt wurden, sind sie dann aber eben nicht Teil dieser Korrespondenz, sondern sind eben dann wiederum in anderen Archivbeständen bei den Personen, über die er Infos schicken würde. Jedenfalls hat er, das ist wiederum belegbar, ca. 2000 Leute angezeigt. Das heißt nicht, dass tatsächlich Strafverfahren gegen die eingeleitet wurden. Das ist relativ wichtig, weil in dem Film Wandersplitter wird das auch falsch dargestellt. Aber das ist erstmal eine ziemlich hohe Zahl, einfach auch Anzeigen über gegen Leute, wo er ja Material gefunden hat. Und aus dieser Zeit resultiert auch seine Freundschaft mit Fritz Bauer in dem Briefwechsel zwischen Fritz Bauer und Thomas Harlan, der einseitig im Nachlass von Thomas Harlan enthalten ist. Also es sind nur die Briefe von Fritz Bauer erhalten. Der Nachlass von Fritz Bauer ist ja wiederum nicht mehr erhalten. In dem Vorwort zu diesen Briefen spricht Werner Renz vom Fritz Bauer Institut davon, dass Thomas Harlan womöglich der einzige Freund war, den Fritz Bauer hatte. Genau, die Zusammenarbeit zwischen Thomas Harlan und der zentralen Stelle endet, zumindest eben nach der Darstellung von Thomas Harlan, als er feststellt, mit wem er es da in Ludwigsburg unter anderem zu tun hat. Der erste Leiter der zentralen Stelle war Erwin Schüler, der seinerseits NSDAP-Mitglied war, ich glaube auch SA-Mitglied. Und durch Adalbert Ruckerl ist ihm jemand nachgefolgt, der dann vielleicht tatsächlich ein ernsthaftes Interesse hatte, die Nazi-Verbrechen aufzuklären. Aber man sieht hier eben nochmal ganz deutlich auch eben diese Verstrickung oder Kontinuität der Täter, wenn eben ja in der Justiz an der Stelle die zentral gegen die NS-Verbrechen ermitteln soll, die selbst zwar lange Zeit keine Verfahren anstreben konnte, sondern das an die zuständigen Landesgerichte dann abgeben muss, aber dass an dieser Stelle eben auch einfach ein ehemaliger Nazi oder halt jemand sitzt, der eine Nazi-Karriere gemacht hatte. Damit ist ja auch angedeutet, dass Thomas Harlan in seinen Recherchen mit zahlreichen Widerständen zu tun hatte. Dazu gehört, dass er eine ganze Reihe von Verleumdungsklagen bekommen hatte. Dazu gehört auch, dass er in Polen angezeigt wurde wegen Landesverrat, dafür auch Hausarreste bekommen hat. Wenn wir diese Biografie von Thomas Harlan so ein bisschen weiterverfolgen, wir haben natürlich hier nicht Zeit, im Rahmen von so einem Gespräch das ganz detailliert zu machen. Vielleicht nur so viel, also ich finde diese Biografie auch deswegen spannend, weil er ja ganz viel in der Welt umhergereist ist und an ganz vielen Orten aktiv gewesen ist und verschiedene Sachen gemacht hat. Dazu gehört, dass er in Italien gewesen ist und da mit der linksradikalen Gruppe Lotta Continua zusammengearbeitet hat, da auch filmerisch gearbeitet hat, dass er in Portugal zum Beispiel gewesen ist, während der sogenannten Nelkenrevolution dort und da auch sozusagen versucht hat, Sachen filmisch mit zu verarbeiten. Wenn wir aber jetzt genau diesen Faden weiterverfolgen, den wir jetzt so ein bisschen aufgemacht haben, eben die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, mit den Kriegsverbrechen, mit der Shoah, dann wird ja eben dann wichtig ein Film aus den 80er Jahren, wo es sich vielleicht lohnt, mal genauer drauf zu schauen. Und das ist der Film Wundkanal. Und das ist ein Film, der ihn ja dann führt auch nach Lateinamerika, wo er auch verschiedene Kontakte immer wieder geknüpft hat. Was für eine Geschichte und was für ein Ziel oder Herangehensweise verbirgt sich denn hinter diesem Film Wundkanal? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, vor allem weil man eigentlich Wundkanal nicht für sich alleine betrachten kann, sondern immer mit der Dokumentation, die zu diesem Film gemacht wurde, anschauen sollte, nämlich Notre Nazi, den Robert Kramer, ein amerikanischer Experimentalfilmer, gemacht hat. Und Wundkanal ist ein Film, der eine
als Situation erstmal eine Entführung aufnimmt und im Untertitel Hinrichtung in vier Stimmen heißt, es ist eine Entführung eines NS-Täters durch vier eben nie sichtbare Personen, aber eben über ihre Stimmen hörbar. Das ist 1984, ist das relativ deutlich abbildbar in der Situation der RAF und der Hans-Martin-Schleyer-Entführung. Die Person, die entführt wird, also Dr. S. in dem Film, ist ein NS-Täter, der verhört wird. Die Kamera umkreist ihn immer, ihm werden Dokumente vorgehalten, ihm werden Filme gezeigt. Das klingt filmisch erstmal, im ersten Moment klingt es uninteressant, weil es ein Kammerspiel ist. Man hat einen Raum, eine Person, die umkreist wird. Es ist aber das Gegenteil, es ist filmisch eine komplette Überforderung. Es ist unglaublich ästhetisch, also ästhetisierend gemacht. Krasse Ausleuchtung, sehr ungewöhnliche Ausleuchtung mit sehr aufwendigen Sequenzen. Und er ist eben mit einem internationalen Filmteam entstanden, aber einem deutschen Hauptdarsteller. Ursprünglich war Erwin Geschonek für die Rolle von Dr. S. vorgesehen, also ein jüdischer Überlebender der Shoah. Das gelang nicht, ihn für diese Rolle zu bekommen, und dann wurde das Gegenteil verkehrt und die Rolle des Dr. S. spielt als Albert Filbert, ein verurteilter ehemaliger SS-Obersturmbahnführer und also ein Laienschauspieler, der, hier ist auch wieder sehr viel immer nur vermittelt über die Interviews oder direkten Zeugnisse von Harlan, der eben einfach für diese Aufmerksamkeit, die er da bekam, dem er davor 11 Jahre im Gefängnis war, irgendwie dankbar ist und alles mit sich machen lässt. Das wird zu einer ziemlich obskuren Situationen und führt eben vor allem eben zu obskuren Situationen in dem Gegenüberfilm in der Doku Notre Nazi, die dann zum Glück etwas macht, was bei Wundkanal so ein bisschen schief geht, die nämlich die Erzählung über die RAF eigentlich völlig rausdrängt und eben an den, wie ich finde, nur das halt viel dringlicheren Kern geht, nämlich an die NS-Geschichte und den Umgang mit diesem Täter oder mit den Tätern. Da sprichst du ja vielleicht auch eine Ambivalenz dieses Films Wundkanal an, weil so ein bisschen wird ja da die These filmisch dargestellt, dass sozusagen bei den Nazis sozusagen es diese Methode gegeben hat, dass politische Gegner oder Gefangene eben zum Selbstmord gebracht werden, so dass man es eben sozusagen, dass man einen Mord als Selbstmord verschleiern kann. Und das findet natürlich statt vor dem Hintergrund, die in dieser Zeit auch noch sehr präsent ist, nämlich die Frage, ob die Gefangenen der RAF in diesem Hochsicherheitstrakt in Stammheim, ob sie sich selbst umgebracht haben oder nicht. Und eigentlich führt ja dieser Film sozusagen so ein bisschen diese damals unter ganz vielen Linken ja vertretene These vor, dass eben ja es kein Selbstmord gewesen sein kann, und versucht dafür sozusagen so ein bisschen Thesen zu liefern. Wie würdest denn du das einordnen, oder was für ein Umgang ist das, der da auch filmerisch gemacht wird mit so einer hochkontroversen politischen These aus dieser Zeit? Ich glaube, zum Ersten kann man es nur innerhalb dieser Zeit auch einfach einordnen. Wenn wir nochmal zu den Stationen zurückgehen, du hast Lotta Continua erwähnt. Thomas Harlan hatte in den 70ern über Lotta Continua angeblich auch direkte Kontakte zur ersten Generation der RAF, hat ihnen in Italien angeblich immer auch Waffen besorgt und Fluchtautos. Das heißt, es gab eine Solidarität oder direkte Unterstützung. Er macht aber auch klar, dass er ideologisch auf einer ganz anderen Stelle steht, einer Stelle, die damals definitiv nicht selbstverständlich war für die Linke, die heute eben so ein antideutscher Common Sense ist. Harlan macht klar, dass er in der Israel-Frage eine komplett andere Position hat als die RAF und dass man auch über die Form des bewaffneten Kampfes oder letztendlich auch darüber, wie mit Schleyer umgehen, unterschiedliche Vorstellungen haben müsste. In einem Interview, das 2010 oder 11 erschienen ist, sagt er auch etwas, was ja vorführt, wie er so ein bisschen moralisch tickt, nämlich dann doch wieder vor allem ästhetisch. Der Gedanke ist, glaube ich, im ersten Moment ungeheuerlich, aber er ist auch interessant, weil er halt so unrealistisch ist. Er sagt eben, die hätten
Slayer nicht umbringen sollen, sondern man hätte Slayer in einem U-Bahnhof in einem Glaskasten quasi aufstellen sollen. Das ist so eine Forderung, die Harlan als Konsequenz zieht, zu sagen, das, was die Rafter gemacht hat, ist halt an einem gewissen Punkt setzt es richtig an, aber es geht halt völlig falsch damit um. Das quasi in all seiner Widersprüchlichkeit stehen gelassen. Der Film Wundkanal stellt eben genau, wie du sagtest, diese These auf, es gibt sowas wie eine Kontinuität von Auschwitz nach Stammheim. Also es wird dann auch Personal gefunden über so eine Figur wie Paul Werner, der für die Erbauung der in Auschwitz der Vergasungsanlagen zuständig war und der dann auch für die Erbauung des Sicherheitstraktes eben der Justizvollzugsanstalt in Stammheim mitverantwortlich war. Das über so eine personale Kontinuität wird irgendwie ein Konnex gezogen und eben aber auch über diese Technik, den Gegner in den Selbstmord zu zwingen und sie darauf umzubringen. Das hat den Film ja nicht umsonst zum Eklat gemacht, auch bei den Aufführungen, sowohl in Venedig als auch auf der Berlinale, also auch mit der Androhung bei der Berlinale, dass dem jungen Forum die Gelder gekürzt werden, wenn sie weiterhin solche Filme zeigen. Das hat auch dann unmittelbar während der Berlinale zu Diskussionen geführt. Das hat sicher auch wieder mit dieser Form der Solidarisierung zu tun. Also selbst wenn Harlan später sagt, dass er sich von der RAF deutlich abgrenzt, in der Zeit, noch Anfang der 80er, gab es ja auch gesamtgesellschaftlich nur dieses Denken, du bist für, du bist gegen die RAF. Wenn du irgendeine Art, also die berühmte Redewendung aus der bundesrepublikanischen Geschichte her betrachtet, geh doch nach drüben, wenn du irgendwas an diesem System auszusetzen hast, ist, glaube ich, auch einfach nicht zu unterschätzen in dieser Gemengelage. Aber sie verschleiert eben sehr viel an dem Film, was eben eigentlich viel interessanter ist, nämlich den Umgang mit den Tätern oder eben da auch konkret mit einem Täter, mit Filbert, der als Schauspieler einen Täter spielt, aber der eben selbst einer ist und der eben sowohl im Film als auch noch mehr in dieser Doku Notre Nazi sowas von so einem, ja, ist ja auch nur gedrungen, schon älter, sowas von so einem hilflosen Opa hat und wo halt genau dieses moralisch auch wieder interessanten Formen von Empathie irgendwie einsetzen, weil man hat diese Figur vor sich, die auch sichtlich gequält wird von Thomas Harlan als Regisseur und man hat dann irgendwie Mitleid mit dieser Person. Und gleichzeitig weiß man, das ist jemand, der für so vielfachen Massenmord, für Massenerschießungen, in dem Fall in Litauen und Weißrussland, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, nach 11 Jahren entlassen wurde, aber es ist jemand, der eine erstaunlich hohe Strafe bekommen hat, was die BRD-Justiz gegenüber NS-Tätern betrifft und Täterinnen. Und das ist, glaube ich, der zweite Eklat. Also das ist auch wieder so eine Erzählung aus der Biografie, dass Harlan sagt, er wurde dann vor dem Kino geschlagen, so nach dem Motto, wie könnt ihr mit diesem armen alten Mann so umgehen? Wie könnt ihr den in dem Film so quälen und so zur Schau stellen? Das ist auch das Erstaunliche. Ich glaube, das ist spekulativ. Harlan ist sich dieser Ambivalenzen zu einem gewissen Grad auch einfach sehr, sehr bewusst. Und es ist nicht ohne Grund, dass man diese beiden Filme eben in einem Komplex als sich komplementär ergänzende Filme sehen muss, um dann einen Zugang zu kriegen. Es ist da tatsächlich ein sehr verwirrender Film auch, wenn man ihn vielleicht zum ersten Mal sieht, auch gerade deswegen, weil nicht ganz klar ist, was ist jetzt hier dokumentarisch, was ist hier fiktiv, wer spielt hier wen, wer hat da welche Rolle, und du weist eben auch darauf hin, dass man eben diesen Notre Nazi, diese Dokumentation über den Film quasi dazusehen sollte, um den Kontext besser verstehen zu können. Nun hattest du am Anfang gesagt, Thomas Harlan ist ja gar nicht mal unbedingt so bekannt heute noch. Und wenn er bekannt ist, dann ist er ja vor allen Dingen als Regisseur bekannt. Zumindest ist er mir auch zunächst erstmal als Regisseur begegnet. Jetzt hattest du aber auch gesagt, dein Zugang zu Thomas Harlan ist ja auch eher über die Literatur gekommen. Vielleicht kannst du dazu einfach noch ein paar Sätze sagen, was das Interessante und Spannende an dieser Literatur ist, wo mich auch interessieren würde, weil ich jetzt von dem Film herkomme und diese Filme kenne, ob da was von der Formensprache oder einer Herangehensweise auch wiederkehrt in der Literatur. Gerade das, was du aufgegriffen hast mit diesem Vermischen oder Undeutlichmachen von was ist Fiktion, was ist Dokumentation, findet sich in den literarischen Werken genauso. Das ist eine Technik, die er auch an anderer Stelle
bei dem Film über die Nelkenrevolution, den du erwähnt hast, Tore Bela anwendet. Das wirkt wie eine Dokumentation, aber sehr viel, was da hergestellt wird, entsteht erst durch den Film, durch die Kamera. Und Wundkanal wiederum enthält Material aus der Dokumentation Nordrhein-Nazi, also wenn man das nach dem technischen Begriff benutzt wird, also ist dann auch metafiktional, weil er eben seine eigene Fiktionalität aufhebt. Und das Gleiche machen die Romane. Also es sind zwei große Romane, Rosa und Heldenfriedhof, über Rosa, über das Vernichtungslager Chełmno, zu Deutsch Kulmhof. Das ist das erste Vernichtungslager gewesen, wo eben noch von dem Schloss in Chełmno über den LKW-Wagen die Vergasungen stattfanden. Und wenn der Wagen dann im Wald ankam, waren eben die Insassen tot und wurden dort entladen und vergraben. Und später hat dann die Aktion 1005 diese Leichen nochmal ausgegraben, weil durch das Gas, das aus den also aus den Körpern freitrat, ja sich auch da das aufgebläht hat und die Erde so Wälle gebildet hat und die Nazis ja auch sehr groß, also versucht haben, die Spuren zu verwischen. In diesen Romanen, in Heldenfriedhof, ist es dann die Aktion Reinhard und die Vernichtungslager Belzec-Sobibor-Treblinka, wo auch sehr viel, man könnte sagen, aus Täterperspektive, aber das ist falsch, eben wo die Geschichten der Täter und vor allem eben die Kontinuität ihrer Biografien, ihr Fortleben in der Bundesrepublik dargestellt werden. Und es ist unverkennbar, dass hier mit dem Wissen und dem Material gearbeitet wird, das Thomas Harlan sich in den 60ern in Polen angeeignet hat. Und ich weiß, dass er für die Romane sich dann auch wieder Unterlagen aus dem Archiv, aus der zentralen Stelle halt schicken lassen. Aber da ist sehr viel reales historisches Material auch in diesen Romanen, die dann aber das eben transzendieren und eben nicht Geschichtsbücher sind, sondern eine künstlerische Verarbeitung von etwas finden, was wo es in der Showliteratur immer die Frage gibt, wie ist das darstellbar, was darf man darstellen. Und genau deshalb, ich habe gerade dieses Missverständnis angesprochen, er nimmt keine Täterperspektive ein, er macht das Gegenteil von dem, was zum gleichen Zeitpunkt wie Heldenfriedhof 2007 Jonathan Little mit Die Wohlgefunden gemacht hat, was für so ein pornografischer Roman aus der Perspektive eines NS-Täters ist. Und auch aus einer Ich-Perspektive. Und dazu waren diese Romane eine extreme Distanz. Die haben immer einen so hohen Verfremdungs- und auch Verstörungscharakter, dass sie jegliche Nähe, die sich einstellen würde, zu den Tätern auch sofort wieder auflösen. Genau, das erklärt vielleicht auch, warum sie nicht in dem Maße rezipiert wurden. Das hat aber auch einfach mit dem Literaturbetrieb vermutlich zu tun in den 2000ern. Und es ist ein glücklicher Zufall, dass Thomas Harlan die letzten 10 Jahre seines Lebens an so einem Krankenbett gefesselt war und geschrieben hat, weil er, genau, wie du sagtest, wahrgenommen wurde als Regisseur und ich glaube, er hat sich selbst auch als Regisseur gesehen und konnte nur eben später keine Filme mehr drehen und hat dann diese Romane geschrieben.